Im Jahr 8000 vor Christus wurden die Bewohner einer Siedlung in Nordafrika durch ein blendendes Lichtspiel und ein ohrenbetäubendes Summen jäh aus dem Schlaf gerissen. Ihre Welt wurde erschüttert, als ein außerirdisches Raumschiff auf sie herabstieg und panische Flucht auslöste. Inmitten des Chaos wagte es ein furchtloser junger Mann, die Angst zu überwinden und zögernd auf das Alien-Gefährt zuzugehen, das im gnadenlosen Licht erstrahlte. Im Ägypten des Jahres 1928 kam ein Archäologe und seine Tochter an einer Ausgrabungsstätte an, wo man gespannt auf ihre neueste Entdeckung wartete. Zwischen den mit Hieroglyphen verzierten runden Tafeln fand die Tochter des Archäologen eine mysteriöse goldene Halskette. Gleichzeitig sorgten Bauarbeiter anderswo für Verwirrung, als sie eine gigantische, einzigartig gestaltete kreisförmige Struktur errichteten. In der heutigen Zeit nahm Catherine Langford, die Tochter des Archäologen, an einer wissenschaftlichen Versammlung teil, bei der der Ägyptologe Daniel Jackson behauptete, dass die ägyptischen Pyramiden viel früher gebaut wurden, als allgemein angenommen. Seine Behauptung stieß auf Skepsis und ließ das Publikum auseinandergehen. Draußen lud Catherine Daniel ein, die antiken ägyptischen Hieroglyphen auf den mysteriösen kreisförmigen Tafeln ihres Vaters zu entziffern, was eine Chance zur Bestätigung seiner unkonventionellen Theorien darstellte. Militärpersonal reaktivierte derweil Colonel Jack O'Neill, der eine Waffe versteckt hatte. Sie enthüllten ihr Ziel und berichteten von dem tragischen Verlust von Jacks Sohn bei einem Schusswaffenunfall. In einer streng geheimen militärischen Einrichtung stieß Daniel Jackson auf eine kreisförmige Steintafel mit Hieroglyphen. Seine Mission konzentrierte sich darauf, die sieben zentralen Schnitzereien zu entziffern. Während er die Übersetzungen der Hieroglyphen überprüfte, entdeckte Daniel Fehler und korrigierte sie umgehend. Sein Durchbruch entzifferte eine Botschaft über den Sonnengott Ra und das geheimnisvolle Stargate-Artefakt. Während dieser Veränderungen übernahm Colonel Jack O'Neill die Leitung des Projekts und ließ Wissenschaftler und Catherine ratlos zurück. Sie suchten begierig nach Erklärungen vom Colonel und bereiteten so den Weg für eine Reise durch die Zeit und die Rätsel einer alten Zivilisation vor. Sie glaubte, die volle Kontrolle über das Projekt zu haben, doch Jack zerstörte diese Vorstellung und informierte sie über eine Entscheidung von oben. Er fügte hinzu, dass seine Anwesenheit nur erforderlich sein würde, wenn das Projekt erfolgreich wäre. In der Zwischenzeit arbeitete Daniel unermüdlich an der Übersetzung und erforschte jeden möglichen Sprachcode, jedoch ohne Erfolg. Während einer Kaffeepause bemerkte er eine Sternenkonstellation, die einem der sieben Symbole ähnelte, was zu einer dringenden Besprechung mit Militärführern führte. Dort enthüllte er seine Erkenntnisse, zeigte, dass sechs Symbole Koordinaten entsprachen, während das siebte einen Ursprungspunkt markierte. Es gab Dissens, als ein Wissenschaftler auf das Fehlen des siebten Symbols auf ihrem Gerät hinwies. Um dies zu klären, wurde Daniel der zentrale Punkt des Projekts gezeigt. Ein riesiger, kreisförmiger, alienartiger Stein, der in Ägypten entdeckt wurde und nun mit einer Energiequelle verbunden war wie ein geheimnisvolles Portal oder eine Tür. Catherine bestätigte die Echtheit des Stargates, das aus einem unbekannten Erdmineral gefertigt war. Die Wissenschaftler gaben schnell Daniels Symbole ein und waren schockiert, als er das elusive siebte Symbol fand. Als jedes Symbol einschnappte, bebte der Raum. Beim Aktivieren des siebten Symbols öffnete sich das Stargate und enthüllte ein mysteriöses Portal. Unbeirrt schickten sie einen mit einer Kamera ausgestatteten Rover hindurch und sammelten Daten aus einem unerforschten Universum. Obwohl der Kontakt zur Sonde abbrach, enthüllte sie ein weiteres Stargate auf der entfernten Seite. Atmosphärische Messungen deuteten auf einen erdähnlichen Planeten hin und kündigten eine außergewöhnliche Reise an. Inmitten des inneren Kreises des Militärs kamen Zweifel auf, ob die Mission abgebrochen werden sollte. Ihr Hauptziel war die Überwachung, und das Aufklärungsteam sah sich der gewaltigen Aufgabe gegenüber, kryptische Markierungen zu entschlüsseln und das ferne Stargate erfolgreich zu navigieren, um wichtige Daten zu erhalten. Die Unsicherheit belastete ihre Gemüter. In einem Moment der Erkenntnis trat Daniel vor und bot seine Expertise als mögliche Lösung an. Die Militärführer vertrauten ihm und nahmen ihn in das Aufklärungsteam auf. Während sich Daniel auf die bevorstehende Reise vorbereitete, überreichte Catherine ihm eine Halskette, die auf der Grabungsstätte gefunden wurde, als Symbol des Glücks. Die Wissenschaftler reaktivierten das Stargate, und Soldaten traten nacheinander ein. Daniel, der Letzte, der hindurchtrat, fühlte eine Mischung aus Nervosität und Aufregung. Er stellte sich eine neue Welt vor, die auf ihn wartete, unter den ersten Menschen in diesem unerforschten Bereich. Mit einem einzigen Schritt wurde er in Sekundenbruchteilen Millionen von Meilen transportiert. Auf der anderen Seite verloren die Teammitglieder keine Zeit und begannen mit der Erkundung des unbekannten Geländes. Sie befanden sich in einem alten Steintempel, umgeben von einer weiten Wüste. Ein riesiger Steinpyramide überragte den Tempel und warf einen Schatten.
Jack wandte sich an Daniel und fragte, wie man das Stargate aktivieren könne. Zu ihrer Enttäuschung gab Daniel zu, dass er es nicht wusste, und nahm an, dass die Symbole im Gegensatz zum Stargate der Erde leicht verfügbar sein würden. Diese Enthüllung führte zu Frustration und ein Soldat stieß Daniel weg. Jack griff schnell ein und befahl ihnen, ein Basislager im Tempel einzurichten. Als die Vorbereitungen begannen, sammelte Daniel seine Sachen und begab sich weiter ins Unbekannte. Dort traf er auf eine seltsame Kreatur und versuchte vorsichtig, sie zu streicheln. Glücklicherweise erwies sich das Tier als freundlich und gab einen Hauch von Hoffnung in ihrer unbekannten Welt. In der fremden Landschaft sahen Jack und zwei Soldaten Daniel mit einer harmlosen Kreatur, die ein Geschirr trug. Aber als das Geschirr des Tieres mit Daniels Fuß verhedderte, geriet es in Panik und zog ihn mit sich. Jack und die Soldaten verfolgten sie, aber das Tier war zu schnell. Als sie zu Daniel aufschlossen, sah Jack etwas Erstaunliches über einen nahegelegenen Hügel. Die Soldaten schlossen sich ihm auf dem Gipfel des Hügels an, alle erstaunt über eine riesige menschenähnliche Gemeinschaft darunter. Es sah aus wie ein Bergwerk, und die Bergleute bemerkten sie und pausierten ihre Arbeit. Die Gruppe näherte sich vorsichtig, und als einer der Bergleute Daniels Halskette sah, begannen alle ehrfürchtig in einer Kettenreaktion zu verbeugen. Während sie versuchten, mit den Dorfbewohnern zu kommunizieren, analysierte einer von Jacks Männern eine Gesteinsprobe aus dem Bergwerk und stellte fest, dass sie mit dem Material des Stargates übereinstimmte. Der Dorfälteste Kasuf trat mit einem herzlichen Willkommen vor und bot ihnen ein Getränk an. Im Gegenzug bot Daniel eine Schokoriegel an, was einen positiven Austausch auslöste und eine Verbindung zwischen ihnen schuf. Jack hoffte auf Daniels Übersetzungsfähigkeiten und entdeckte, dass Daniel die Sprache der Dorfbewohner nicht entziffern konnte, vermutete aber, dass es eine Variante des Ägyptischen sein könnte. Jack funkte ihr Basislager an und erklärte die Notwendigkeit für einen längeren Aufenthalt. Die Bergleute führten sie dann in eine größere Stadt, die einer Stadt aus Lehm und Ziegeln ähnelte, wo sie als geehrte Gäste herzlich willkommen geheißen wurden. In einem zentralen Versammlungsbereich zeigte ein Ältester eine Messingplatte mit einem ägyptischen Sonnengott Ra-Symbol, das dasselbe Symbol wie auf Daniels Halskette als Ursprung ihrer Begrüßung erkannte. Jedoch ertönte plötzlich ein Alarm, der Panik auslöste. Jack, der die Situation falsch verstand, dachte, die Dorfbewohner würden feindlich handeln, nahm einige als Geiseln und feuerte Warnschüsse ab. Skerre, ein Dorfbewohner, griff ein und enthüllte den wahren Grund für das Schließen der Tore. Ein herrennehender Sandsturm. Jack befahl seinen Männern, sich zurückzuhalten. An diesem Abend genossen die Ältesten und Daniels Gruppe ein Festmahl. Jack glaubte, dass die Dorfbewohner, die das ägyptische Ra-Symbol erkannten, möglicherweise mehr Stargate-Symbole kennen könnten. Daniel versuchte, mit Kasuf durch Sandzeichnungen zu kommunizieren, löste jedoch Panik aus, als er seine Skizzen löschte. Kasuf hatte Frauen, die Daniel neckisch wegführten. Nach der Pflege fand sich Daniel allein mit Chauri, die sich auszog. Er erkannte, dass sie ein Geschenk war, nahm sie aber mit nach draußen, verwirrt. Kasuf entschuldigte sich, und Daniel bedankte sich bei ihm. Im Zelt zeigte Daniel Chauri eine Pyramidenzeichnung, und sie deutete auf das Erdsymbol. Er fragte, ob sie es in der Stadt gesehen habe, und bat um Hilfe. Im Tempel suchten Soldaten vor einem Sandsturm Schutz, hörten jedoch ein seltsames Summen. Der Tempel bebte, als ein pyramidenförmiges Raumschiff landete. Gewaltige Erschütterungen warfen die Soldaten zu Boden. Eine unheimliche Ruhe folgte, als sie Gefahr spürten, und einer nach dem anderen wurden sie von einem unsichtbaren Gegner mit einer elektrifizierten Waffe angegriffen. Mitten im Chaos im Tempel holte ein Soldat eine Waffe und schoss auf die mysteriöse Kreatur, aber selbst bewaffnet fiel er dem unsichtbaren Angreifer zum Opfer. Der Angreifer offenbarte sich als humanoide Roboter-Hybride mit einem Schakalkopf, der an den ägyptischen Gott Anubis erinnerte. Im Dorf hatte Jack ein spezielles Metallwerkzeug, ein Feuerzeug, das Feuer machen konnte. Kara war beeindruckt davon. Sie teilten sogar eine Zigarette, aber als Zakara hustete, musste Jack lachen. Skerre, einer der Dorfbewohner, versuchte, Jacks Waffe anzufassen, aber Jack bewegte schnell seine Hand und rief überrascht. Er sagte Skaras Namen und machte deutlich, dass die Waffe gefährlich war. Skerre bekam Angst und ging schnell weg, erinnert an seinen Sohn und einen traurigen Unfall mit einer Waffe. Inzwischen gingen Daniel und Chauri in eine Höhle, an deren Wänden einige Schriften angebracht waren, die denen ähnelten, die Daniel aus Ägypten kannte. Er nutzte diese Schriften, um die Sprache zu lernen, da er bereits etwas Ägyptisch konnte. Er machte schnell Fortschritte. Aber Jack und die anderen Soldaten konnten trotz vieler Versuche nicht mit ihrem Basislager sprechen.
Jack wollte Daniel finden und fragte Skerre und seine Freunde, wo er war. Nach einigen Versuchen verstand Skerre, dass Jack es eilig hatte und hatte den Geruch von Daniels Jacke an einem Jack, um seinen Standort zu finden. Jack fand Daniel in Shares Höhle. Daniel enthüllte Hieroglyphen-Geheimnisse. Ra, ein Außerirdischer aus sterbenden Sternen, kam zur Erde, wo frühe Menschen ihn verehrten. Um sein Leben zu verlängern, entführte Ra einen Jungen. Er brachte Menschen durch ein Stargate zur Förderung eines einzigartigen Minerals. Eine Rebellion zwang Ra zur Flucht zu ihrem Planeten und zur Auslöschung der Geschichte. Sie fanden eine Tafel mit 6 Stargate-Symbolen, aber das 7. fehlte. Bei Sonnenaufgang kehrten sie zum Basislager zurück, gefolgt von Skerres Jungen. Sie entdeckten ein riesiges Raumschiff und Anzeichen eines Kampfes im Tempel. Als sie tiefer ins Unbekannte vordrangen, lauerte ihnen eine unheimliche Präsenz auf und zwang sie in den Untergrund. Anubis tötete sie unerbittlich mit seinem Elektrostab, und nur Jack und Daniel blieben übrig. Sie erreichten den unteren Abschnitt mit dem Stargate, wo Jack ein verstecktes Gerät enthüllte. Überraschenderweise hatte Ra es auch. Horus, ein menschlicher Roboter-Hybrid, erschien mit Wachen und zwang Jack und Daniel zur Kapitulation. Sie wurden in Ras Thronsaal mit versklavten Jungen gebracht. Ra zeigte ihnen die Bombe, und Daniel hinterfragte Jacks Motive. Ra entlarvte Anubis und Horus als Menschen und offenbarte sich selbst als den Jungen aus den Hieroglyphen. Jack ergriff eine Waffe, Chaos brach aus, und Daniel wurde schwer verletzt. In großer Spannung zielte Jack auf Ra, aber die Kinder schützten ihn, was zu Zögern führte. Jack wurde entwaffnet und geschlagen, aber Ra stoppte die Gewalt. Skerre sah 2 Schiffe, die von dem Raumschiff starteten, was in der Stadt Panik auslöste. Die Schiffe griffen wahllos an und bestraften vermeintliche Blasphemie. Skerre erlebte die tragischen Folgen, während Kasuf bedauerte, dass sie Daniels Team zuvor gastfreundlich aufgenommen hatten. Im Inneren des Schiffes wachte Daniel in einem Regenerationspod ähnlich Ras auf. Seine Wunde heilte, und er konfrontierte Ra über seine Unsterblichkeit. Ra wählte einen menschlichen Wirt aufgrund ihrer regenerativen Fähigkeit. Ra enthüllte seinen finsteren Plan, die Bombe und das abgebaute Mineral zur Erde zurückzusenden und ihre Zerstörung zu verstärken. Er glaubte, dass es angemessen sei, da er behauptete, die menschliche Zivilisation erschaffen zu haben. Ra stellte Daniel ein beunruhigendes Ultimatum, Jack und die Soldaten vor der Stadt öffentlich hinrichten, um seine Herrschaft zu festigen. Ra befürchtete, dass Daniel als Gottheit angesehen werden könnte, und betonte, dass es nur einen wahren Gott auf dem Planeten gebe. In seiner Verzweiflung nahm Ra Daniel die Halskette ab und drohte, ihn öffentlich hinzurichten, falls er versage. Shari enthüllte die wahre Geschichte und Herkunft ihres Volkes. Am nächsten Tag versammelte sich eine angespannte Menge, um Zeuge von Daniels düsterer Aufgabe zu werden. Skerre und die Jungen zeigten ihre Kampfbereitschaft, was Daniel überraschte. Er schoss auf Ra und löste Chaos aus, das die Menge auseinandertreute. Später versammelten sie sich um ein Lagerfeuer. Jack enthüllte seine Mission, Bedrohungen auf der anderen Seite des Stargate zu identifizieren und, wenn nötig, die Bombe zu verwenden, um eine Invasion der Erde zu verhindern. Daniel und Shari teilten einen herzlichen Kuss, und sie skizzierte möglicherweise das fehlende 7. Stargate-Symbol. Am Nachmittag brach eine Rebellion in den Minen aus, als sie Horus überfielen. Kasuf versuchte, sie zu beschwichtigen, aber Daniel enthüllte die Wahrheit. Die Götter waren Menschen mit fortschrittlicher Technologie. Ra befahl, die Bombe zur Erde zu schicken, aber Skerre und die Jungen stoppten sie. Jack offenbarte sich, löste ein Feuergefecht aus und verursachte auf beiden Seiten Verluste. Jack, Daniel und Shari wurden eingekesselt, während die Rebellen Luftangriffen ausgesetzt waren. Jack fand die Bombe, stellte ihren Timer ein und entschied, das Stargate zu zerstören. Als sie sich auf die Rückkehr zur Erde vorbereiteten, erschoss ein Wächter Shari tödlich. Jack erschoss den Wächter, aber Anubis erschien durch Teleportationsringe. Drinnen nahm Daniel Shari mit in einen Regenerationspod, und Jack kämpfte gegen Anubis. Draußen kämpften die Soldaten und Jungen tapfer, hatten aber keine Munition mehr, und ihre Situation wurde immer ernster. Mitten im Chaos beschloss ein Soldat zu kapitulieren, und andere folgten, als die Flugzeuge landeten. Daniel schaffte es, Shari zu heilen und sie zur Teleportationsmaschine zu bringen, doch Ra erwischte ihn, bevor er teleportieren konnte. Ra nutzte seine außerirdischen Kräfte, um Daniel im Stargate-Raum zu schädigen, ein düsteres Schicksal. Inzwischen bekam Jack die Oberhand und aktivierte die Teleportationsringe, lenkte Ra ab und zwang ihn, Daniel freizulassen.
Daniel griff nach der Halskette und er und Shari teleportierten sich weg und ließen Anubis' Kopf vor Ra zurück. Die Piloten bereiteten sich darauf vor, Skara, die Jungen und die Soldaten hinzurichten, aber Kasuf und die Stadtbewohner stellten sich gegen sie und überwältigten sie. Ra zog sich zurück und startete sein Schiff erneut, was Jack den Einsatz der Bombe überflüssig machte. Da er den Timer nicht stoppen konnte, benutzte Jack die Teleportationsringe, um die Bombe zu Ra's Schiff zu schicken. Als Ra's Schiff den Planeten verließ, materialisierte sich die Bombe und überraschte ihn, was eine massive Explosion auslöste und das Schiff vernichtete. Erleichterung erfüllte alle auf der Oberfläche, als sie den Sieg bejubelten. Das Team bereitete sich darauf vor, zur Erde zurückzukehren, während Daniel beschloss, auf dem Planeten mit Shari zu bleiben. Er gab die Halskette an Jack zurück und trat ins Ungewisse jenseits des Stargates. Mit ihrer erfüllten Mission und den besiegten falschen Göttern machte sich das Team bereit, zur Erde zurückzukehren, für immer verändert durch ihre Begegnung mit der außerirdischen Zivilisation.